Recht herzlich willkommen zur 69. Folge von Simotrans. Und wir wollen jetzt umbauen. Dann gehen wir doch mal los und machen das. Ich habe mir gedacht, wir machen drei Terminals kommen, drei Terminals gehen. Ausfahrt ist hier. Wo ist die Einfahrt? Das ist die Frage, ne? Die bringen das zum Markt. Und die kommen. Also ist alles noch da. Spielt also keine Rolle, wie rum. So, Einfahrt ist schon mal gesperrt, das ist schon mal gut. So, dann müssen wir Verbindungsstrecken wegmachen. Diese hier. Und ja, da lassen wir das mal so. Hier muss noch ein Terminal mehr hin. So, das würde 3 da sein. Ich mache mal hier noch eine Straße rüber, die dann von hier kommt. Und von da kommt. So, dann können wir da die Verbindung stehlen. Jetzt will der bestimmt da gerade hin und kann nicht. So, da ist nur noch 2. Dann verbinden wir so. Und die Straße kommt so. Und die da kommt weg. Und da kommt noch einer mehr hin. So, jetzt haben wir das. Jetzt fahren die da irgendwo hin erstmal. Auswahlschild gibt es hier. Und Auswahlschild gibt es hier. Hier. Und ne, das können wir nehmen, hatte der Michael Friedrich mal gesagt, ne? Ich glaube, dann ist das Einbahnstraßenschild. So, da ist keine Einfahrt. Jetzt müssen wir noch sagen, wo keine Ausfahrt ist, ne? So, da dürfen sie nicht raus. Aber da. Jetzt ist das geregelt, in Anführungsstrichen erstmal. Und jetzt müssen wir nur die Linien haben. Und die müssen wir gucken, das ist jetzt der weg. Getreidebrauerei bringen die. Und dass die mal hier hinten hinfahren dann, oder? Linie ändern. Ah, die fahren schon dahin, das ist ja schon mal cool. Dann brauchen wir da nichts ändern. Und was macht er hier? Fahrplan? Ne, hier. Brauerei Markt. Cool. Haben wir die beiden passenden Fahrzeuge erwischt, ne? Aber der Stopp kommt jetzt dahin. Der kriegt eine 100%. Und dieser wird gelöscht. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ja, war's. So, dann heißt es, die Fahrzeuge, die da kommen, können sich da einreihen. So, müssen wir gucken, ob es jetzt läuft. Ich glaube, das Wegbringen war weniger, ne? Und das Hinbringen war mehr. So, jetzt sollte das mit den Staus eigentlich vorbei sein, oder? Obwohl, ja, der wartet noch auf Beladung. Ist aber nicht so schlimm, irgendwann ist der auch beladen, ne? Weil wenn die jetzt kommen, ne, der ist der verkehrt parkende in dem Sinne. Aber wenn die jetzt kommen, wird der gleich weg sein und dann wird da leider keiner mehr stehen. Oder dürfte nicht so sein, ne? So, die fahren nämlich jetzt durch und haben kein Problem damit. Und dem wollen wir hoffen, dass der jetzt fährt und dann das nicht blockiert. Obwohl, zurzeit blockiert er das nicht. So, der fährt da rein, das ist gut. Jo, läuft. Nur wie lange. Ja, die stehen woanders jetzt in der Schlange, sehe ich gerade, sonst wäre hier mehr gekommen, oder? Sehe ich das falsch? Ist der Markt voll?
Gerste fehlt. Gerste kommt. Bier, okay, wird jetzt gerade wieder produziert. Der falsche LKW fährt gerade. Der hätte fahren sollen. Aber läuft jetzt erstmal. Ah, der hat auch schon 6er geladen. Das ist ja schon mal was. Da kriegt er jetzt gleich auch noch mal ein paar mehr, ne? Ja, jetzt ist er voll und jetzt fährt er und da dürfte jetzt kein abholender LKW mehr stehen, ne? Die dürfen nur noch hier stehen. Gut, dann gucken wir mal unten beim Ding ins Getreide, wie wir es da hinkriegen, ne? Und da bin ich echt am Überlegen, das mal ganz geschickt zu machen. Den einen Wegpunkt zu setzen auf der Linie, dass die hier lang fahren. Auf jeden Fall diesen Wegpunkt anfahren und dann hier reinkommen und die zweite, die von da irgendwo kommen könnten, dann da lang fahren und von da aus reinfahren. Müsste doch auch funktionieren, oder? Weil hier stehen jetzt wieder welche in zweiter Reihe, die wahrscheinlich voll sind, ne? Ja, so sieht's aus. Kommen aber nicht raus, weil da vor der LKW wartet. So, dann nehmen wir mal den. Der ist jetzt dieser hier. Da kann zu, den brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, Getreidebrauerei. Die kommt von da oben. Falsche Taste erwischt gerade. So. Linie ändern. Und einfügen. Definitiv einen Wegpunkt. Hier, das Schild steht ja da auf der Ecke. Genau. Das heißt, der Wegpunkt muss hier sein. Gut, dann fahren die auf jeden Fall da lang. So. Das ist jetzt Getreidebrauerei. Und wen haben wir da noch so stehen? Gute Frage, ne? Kriegen wir den noch schnell? Ja. Getreidebrauerei ist der gleiche LKW. Wo fährt er hin? Auch. Der fährt auch zur Brauerei. Den haben wir schon geändert. Der ist auch Brauerei. So. Die, die nicht fahren, müssen ja jetzt woanders sein, ne? Die fahren zur Mühle. So, die Mühle kriegt dann jetzt ab sofort gleich einen anderen Weg. Und zwar kommen die von dieser Seite reingefahren. Dafür müssen wir aber hier dieses Schild gleich ändern. Das können wir einfach hinten hinterhängen, dann diesen Wegpunkt. Passt, ne? So, und dann muss da das Einbahnstraßenschild weg. Das hier. Und na, das war jetzt doof. Warum? Ach, das, wo steht denn das Schild, bitteschön? Das ist ja richtig doof, ne? Wo steht das Schild? Gute Frage, ne? Ah, ich glaube, das steht hier auf der Schräge. Kann das sein? Da nochmal. Ja, so sieht's aus. Optisch etwas schlecht gelaufen. So, hier unten muss noch ein Ausweichschild auf jeden Fall hin. Aber in die Richtung. So, der kommt dann von da und fährt da auf jeden Fall hin. Die Linie war geändert. Gucken wir mal, ob das funktioniert, dass die auch diese Weideseite benutzen. Schauen wir mal, oder? Noch kommen sie alle von einer Seite, ne? Weil von der anderen Seite, beziehungsweise vom Norddeutschen, von der Mühle will keiner was abholen. Die sind wohl super bedient, ne? Gerste reichlich. Weizen auch reichlich. Oder hat einer umgedreht, der darf jetzt auch da rausfahren, okay. Ach so, das mit dem Rausfahren ist dann auch noch das Problem. Aber lass mal jetzt so laufen, ist gut. Nee, das bedeutet, wir ändern nochmal diese Linie. Also ändern nicht, sondern nur einmal auswählen. Und die kriegen noch einen Wegpunkt auf der anderen Seite, dass sie auf jeden Fall da rausfahren. Linie ändern.
Wegpunkt und nachdem die geladen haben, sollen sie hierher fahren, auf jeden Fall. Damit die da rausfahren. Sollte jetzt funktionieren, ne? Müssen wir gleich sehen. So, lassen wir gerade einmal schnell. Ah, da oben kommt schon einer. Wunderbar. Dann sehen wir das. So, der sollte hier reinfahren. Macht er wohl auch, gehe ich von aus. Der fährt jetzt hoffentlich hier hin, dann kann er nämlich auch durchfahren. So, ist voll und fährt bitte hier raus. Und dreht gleich um, pass auf, da dreht er jetzt um. Nein, der Weg führt weiter nach da, das ist schon mal cool. Also die fahren definitiv da raus. So, jetzt sind nur die anderen hier noch gefragt. Warum steht er jetzt hier so lange? Weil er nicht beladen ist. Jetzt lass uns mal den Fahrplan geben, dass er einfach rausfährt. Dann sehen wir, wo er lang fährt. Der fährt noch da unten lang. Nee, oder? Doch, er fährt da unten lang. Aber der kommt gerade von der anderen Seite. Jetzt ist nur die Frage, das ist der richtige, ja. Rad auf Zö, Süddeutscher, Alter, sonst was. Ich komme ja jetzt nicht auf die Linie, oder was? Der Pfeil ist zu weit. Links. Der ist schon da lang gefahren, das passt schon. Oh, da kommt einer und fährt jetzt. Also nee, da ist ja die Einfahrt erst. Passt. Der dreht auf jeden Fall um. Jetzt muss ich gucken, wo der lang fährt. Oder beziehungsweise Döbeln, Mühle, Betriebshof müssen wir da haben. Da ist es. Döbeln. Wo ist Döbeln Mühle? Döbeln Mühle müsste doch jetzt hier sein, eigentlich Hof, Hafen. Das ist irgendwie komisch. Hä? Ach nee, das ist Fahrziel, der hat keine Linie oder was? Shit, der hat einen Einzelfahrplan, ne? Ja, super. Der hat einen Einzelfahrplan. Mal gucken, wo er lang fährt. Lass ihn erstmal um die Ecke fahren, damit der da weg kann. So, jetzt ist er von der Straße. Jetzt gucken wir mal. Der fährt Radolfzell, Alte Getreidehof und Döbelnmühle Betriebshof an. Okay. Mal gucken, wo das hier ist, ne? Döbeln Südostwald. Döbelnmühle Betriebshof. Gut, jetzt ist die Frage, ist das der? Ups. Döbeln Südostwald. Nee, das ist der nicht. Der fährt noch woanders hin. Döbeln Hofhafen? Nee. Das sind die alle nicht. Marktmühle? Nein. Aqua, nein. Das ist ein Zug, sei schon Personenfahrzeug. Getreidebrauerei, ne? Getreide. Ist er das? Döbeln Sie dort schon? Ah, ja, das ist er, da muss er drauf. Getreide. Und das ist sein Ziel, ne? Dann fährt er auch weiter. Gut, dann haben wir den jetzt dazugefügt. Aber
Aber wenn der fährt, ne, dann müssten die ja hier auch fahren, oder? Ist ja jetzt so eine Armada hier kommen, oder? Tut's aber nicht, oder? Naja. Hier bewegt sich auf jeden Fall was. Nach dort oben kam jetzt nur einer, ne? Ach, die anderen stehen ja alle hier, klar. Das sind ja diese hier, ne? Gut. Machen wir das zu. Aber die müssen alle auf der Linie sein. Sind sie aber nicht. Ja, Fahrplan. Kann zurzeit nicht geöffnet werden. Auch cool, oder? Bedient die Linie. Norddeutsche Mühle, okay, das passt. Jetzt kommt da einer mal von der anderen Seite rein. Wie fährt der denn jetzt da lang? Das war der, den wir vorhin weggeschickt haben, ne? Wo fährt denn der hin? Da. Und bleibt da stehen und lädt darum nicht. Ja. Müssen wir gerade gucken. Wo ist die Ausfahrt? Da drüben, ne? Nein, die Ausfahrt ist da. Das soll nicht so sein. Wenn der so rum reinfährt, Radolfzell. Das ist dort. Das ist hier. So, der Stopp ist von meinem Zeiger, alles klar. Ich war mich gerade am Wundern. So. Das ist da. Das heißt, er möchte bitte da eingefügt nach da rausfahren. Passt. Dann zur Mühle und kommt dann da rein. Genau, so muss es sein. So, jetzt würde mich interessieren, ob die Gegenseite auch noch benutzt wird, ne? So wie es aussieht, ist das nämlich jetzt dadurch, dass wir zweiseitig benutzen können, fällt so aus. Lass die mal fahren. Ja, die fahren jetzt auch permanent. Hier ist überhaupt kein Stau mehr. Das hat sich jetzt auch erledigt. Ja, werden wir wahrscheinlich nie erfahren, weil das jetzt zu groß ist. Dann lass uns doch den letzten hier mal abreißen, oder? Den brauchen wir dann nicht mehr. Dann kann da auch noch was wachsen, vielleicht von dem Getreidehof, ne? Da ist noch einer vielleicht voll und der will wegfahren und darf nicht, ne? Deswegen machen wir da mal den. Ach, den dürfen wir jetzt wieder nicht, ne? Ist klar. Fahrplan. Keine Linie da, siehst du auch wieder ausgemacht. Oh oh. Radolfzell, Döbelnmühle ist das. Oder, ne, es gibt ja nicht jetzt hier keine Linie, denn die Linie, keine Linie gibt es nicht, oder? Ne. Döbelnmühle Betriebshof, das ist der. Jetzt im Fahrplan, nämlich diesen Getreidelinie. Passt. So, und der fährt wohin? Ach, ich kann ihn wieder nicht aufmachen, den Fahrplan. Das kann doch jetzt nicht sein, oder? Fahr den mal gerade zum Depot. Das kann er nämlich, komischerweise. Ach, jetzt dreht er und fährt auch wieder rein. So, das gleiche passiert hier. Den darf ich auch nicht aufmachen.
Das bedeutet, der fährt auch mal gerade ins Depot und dann fährt er wieder in die Bucht. So, jetzt stehen da drei. Wir wollen hoffen, dass die dann auch richtig stehen, ne? Okay, der fährt durcheinander, darf er. Achso, und er wartet jetzt leider hier. Nein, das gefällt mir dann auch nicht. Dann fahren wir nochmal richtig zum Depot. Hinter das Schild. So, dann nicht mehr Depot. Dreh um und fahr wieder rein und diesmal aber richtig. So, er fährt da oben hin. Ich weiß aber nicht, was er da vorhat. Okay, so wie es aussieht, ist dann da was falsch gesetzt, oder? Ja, da müssen wir definitiv die Linie ändern. Freier Wegpunkt ist da. Da kann er nicht hin. Döbeln, Mühle, Betriebshof. Dann machen wir einfügen. Der kommt von da hinten. Kriegt er den Punkt. Und dann den Punkt. Den müssen wir löschen. Und so, er kommt von da, fährt nach da, fährt zur Mühle. Das heißt, da müssen wir noch einfügen, dass er da wieder rausfährt. Supi. Jetzt könnte es funktionieren. Wissen tue ich es nicht, aber sollte so sein. Gucken wir mal, wie er fährt. Ist vorbeigefahren. Auch schön. So, rein, raus, fahren sie. Da ist überfüllt. Ist aber auch nicht so schlimm. Ich hätte gerne mal einen, der da unten reinfährt. Und da kommt leider keiner. Ah, die Trecker sind etwas langsamer. Dann lassen wir nochmal schneller laufen. Da kommt er. Fährt rein. Sucht eine Bucht, macht die leer und fährt da wieder raus. Der zweite macht das gleiche und auch im Gegenverkehr. Hat dann aber leider diesen Weg gewählt. Und beide haben das gemacht. Auch schön, ne? Das heißt, sie erkennen, dass dieser Weg noch kürzer ist wie der. Das bedeutet, wir müssen die Linie nochmal anders machen. Linie ändern. Wegpunkt, freier Wegpunkt, ist das der? Ja, der muss nochmal umgeändert werden. Dahin. Und diesen löschen. Läuft, ne? So. Fahrplan. Dahin. Ne, fahr mal dahin. Schafft er nicht, ne? Der fährt da nicht hin. Fährt da nicht hin. Fährt da nicht hin. Gut. Ja, da steht jetzt einer im Weg wahrscheinlich. Ne? Müssen wir mal gucken, wie das klappt, denke ich mal. Schauen wir mal. Gut, aber ich denke mal, das machen wir alles weitere in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.